Hallo ihr lieben Schnuppis, ich habe jetzt hier was von One Day Saving. Und zwar durfte ich mir wieder was Feines aussuchen. Und ich würde mal sagen, wir holen nach und nach das Ganze aus der Tüte. Wie aus einer... Kennt ihr noch diese Kinderüberraschungstüten? Die fand ich damals so toll. Ich habe 4 Produkte. No! Nummer uno ist eine Silikonform für eine Ablage. Diese Ablage ist unten dann glatt. Und oben genoppt, also diese Bubbles, finde ich total cool. Kann man natürlich für Töpfe nutzen, für Topfpflanzen, für Kannen, für alles eigentlich, ne? Für Flaschen, für Tassen. Werde ich die Tage mal gießen. Ich nehme euch da mit auf dem Kanal Kreatives Allerlei. Ne? Da werde ich dann mit euch zusammen mit meinem Raisin oder Jasmonite oder was auch immer ich benutzen kann, werde ich es benutzen. Dann haben wir noch eine Form. Und zwar habe ich die schon in rund und in rechteckig. Ich kann euch die Ergebnisse sogar zeigen, beziehungsweise von dem rechteckigen habe ich das hier. Moment. Ich habe hier dieses gerade in Benutzung. Das habe ich selber schon gegossen. Guckt euch mal diesen Innenraum an, diese Steine. Hier habe ich so ein bisschen mit Farbe gearbeitet, habe die Silikonform mit Farbe eingestrichen, also mit Mika-Farben. Das ist so ein Pulver. Und hier außen habe ich es schimmernd gemacht. Also hier schimmert es so ein bisschen, sieht man jetzt gerade schlecht durch die Kamera. Aber guckt euch mal dieses Muster an. Ne, das hier ist jetzt mit Raisin gegossen. Also nicht Resin, sondern Raisin. Das ist eine Keramikart zum Gießen. So sieht das Ganze dann aus, aber halt in quadratisch und ein bisschen breiter, ne? Also ein bisschen breiter ist es. Aber ihr seht, es ist dasselbe Muster wie auch hier. Und auch außen, genauso wie hier. Das wird richtig schön, die benutze ich sehr gerne, diese Ablagen. Sehr, sehr gerne. Damit werde ich mit euch ein paar Weihnachtsablagen machen. Auf dem Kanal Kreativen Allerlei wird gegossen. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir da ein bisschen was machen. Und dann nehme ich euch mit. Ja? Also, das Ergebnis seht ihr dann in dem nächsten Haul. Und das Herstellen seht ihr dann in dem Zweitkanal von mir. Der ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Haltet also Ausschau. Dürfte dann nächste Woche also das Video dann hochgeladen werden. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch 2 Diamond Painting Produkte. Einmal ein Bild. Und einmal einen Stift. Ich pack mal hier meinen Müll weg. Schub. Den Stift hier, den werde ich jetzt nicht auspacken. Ich habe ihn noch einmal hier bei mir. Dieser hier kommt in eine Verlosung im Advent. Ich habe ja schon mal gesagt, ich werde Sachen verlosen, die ich in Umschlägen versenden kann, weil die Sachen dann auch definitiv ankommen mit der Post und auch schneller ankommen als im Moment bei mir die Pakete. Es ist jetzt die Vorweihnachtszeit, das ist ein bisschen, ja, knifflig, ne? Hier haben wir diesen Stift und der leuchtet im Dunkeln. Das kann ich euch versichern. Guckt mal hier, oh, Sterne, Herzchen, Monde. Und einen Aufsetzer und einen normalen Bohrer. Das Ganze sieht dann ausgepackt so aus. Wie gesagt, ich habe ihn schon mal. Ich benutze ihn auch. Ne? Der ist wirklich sehr schön. Den kann ich euch nur empfehlen. Er ist nicht nur schön, er ist auch sehr, sehr gut in der Hand. Ja? Er liegt super in der Hand. Er ist schön dick. Also, diesen Stift und noch viele andere gibt es in der Adventsverlosung. Die findet ab Ende November statt. Also, immer dranbleiben bei mir. Lohnt sich definitiv dieses Jahr im Advent. Ja, also, es ist wirklich ein toller Stift. Den lege ich hier zu den anderen Sachen, die ich verlosen werde. Und jetzt kommen wir zum Bild. Und zwar habe ich ein ganz, ganz tolles Bild ausgesucht. Ich tue mal eben die Sachen hier zur Seite. Moment. Wo tue ich denn jetzt die Formen hin? Ha! Ja, so. Ich
packe das aus. Im Moment sind die Diamond Paintings, wenn sie ankommen, immer noch in einer extra Folie. Das liegt wohl an der Hygiene. Ich weiß es nicht. Hygienevorschrift oder so. Natürlich blöd, weil es extra Müll. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, dass dann noch extra... Ja, ist ja egal. Haben wir schon mal drüber geredet, ne? Hier haben wir das Bild. Und zwar habe ich diesmal ein herbstliches Bild genommen, das aber gleichzeitig das ganze Jahr über toll ist zu painten. Wir sehen hier so ein bisschen Knicke. Das sieht nicht so schön aus, muss ich sagen. Wir werden sehen, wie es von vorne wirkt. Da wurde wohl einmal so ein bisschen geknickt. Finde ich nicht so schön. Muss ja auch nicht sein. Wir haben ein grünes Toolkit dabei. Wie meistens. Wir haben zwei grüne. Oh, guckt mal. Zwei Stück. Übrigens, wenn ihr Interesse an einer ganzen Kiste voll grüner Toolkits habt, meldet euch bitte bei mir. Das sind mindestens 200 Toolkits, glaube ich. Ob für Kindergärten oder sonst was, sagt mir Bescheid. Ihr müsst nur den Versand dann übernehmen. Ja, und vielleicht ein Ovolus für meine Sparbüchse. Ich spare nämlich auf einen 3D-Drucker, müsst ihr wissen. Mehr verrate ich noch nicht. So, wir haben hier die Steine und ihr seht diese Herbstfarben, oder? Ihr erkennt es jetzt? Oh, wahnsinnig tolle Farben. Ich weiß, mit runden Steinen painte ich eigentlich nicht so gerne, aber es kommt immer auf das Bild an. Wenn das Bild mich so anspricht, dass ich es unbedingt haben muss, dann ist mir das egal. Ja, also da habe ich schon bei Halloween auch ein Bild gepaintet, was mit runden Steinen war. Wahnsinnig schöne Steine. Die gefallen mir echt gut. Oh, herrlich. Jetzt drehen wir das Bild mal um. Und ich fahre mit dem Handy gleich auch einmal drüber. Moment, ich muss es mal drehen. Ihr seht schon, ne? Ihr seht schon. Das ist der Wahnsinn, das Bild. Oh, ist das toll. Das ist wirklich toll. Also ihr seht schon ein kleines Stück. Ich werde jetzt mal mit dem Handy ein bisschen weiter weggehen. Dann seht ihr. Mein Gott. Also wir haben Bäume in herbstlichen Farben und gleichzeitig so ein Regenbogen. Ne? Also so ein Regenbogen aus Bäumen. Hier gelb-orange, gelb-grün, rosa mit orange, orange mit grün und blau mit grün. Das ist wunderschön. Und guckt euch mal die Farben an. Ich werd narrisch. Also das ist der Knaller, also ehrlich. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann kann man mal so ein bisschen... Das ist doch der Hammer, oder? Richtig schön. Ich musste dieses Bild haben. Ihr wisst, ich und Regenbogen, brauche ich nichts mehr zu sagen. Habe ich genug erzählt schon. Aber, oh, das wird toll. Also, ich glaube, ich werde das Bild... Wann beginne ich das? Im Januar wollte ich erstmal das Josephine Wall starten. Nebenher kann ich ja noch das hier machen. So zum Frühlingsanfang vielleicht. Nicht im Januar, sondern später. Aber ich werde dieses Bild definitiv painten. Das ist meins. Das gebe ich nicht her. Ich verschenke ja momentan auch einiges an Bildern. An meine Schwägerin zum Beispiel. Ja, und von daher, nein, das Bild behalte ich. Auch wenn es runde Steine hat, ist das wunderschön. Es ist meins. Oh, ich finde das toll. 14,23 Euro. Ich sage euch jetzt mal die Preise auch von den Silikonformen, falls ihr Bock auf Silikonformen habt. Diese hat 6,30 Euro gekostet. Und diese mit den Bubbles kostet 4,17 Euro. Und der Stift, der schöne Leuchtstift, der kostet 5,60 Euro. Also dieser hier. 5,60 Euro ist jetzt nun wirklich nicht teuer. Manche Stifte kosten bei Amazon 10 bis 15 oder 20 Euro. Also von daher, also bei 5,60 Euro, ich bitte euch, ne? Ja. Gut. Ich verabschiede mich dann für heute und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Was sagt ihr zu dem Bild? Schreibt es mir gerne hier drunter in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, bis morgen. Tschüss, ihr Lieben!